mit viel Selbstvertrauen ins Preußenstadion gekommen war. Das ist Bayer und dann Hesse. Und direkt die zweite Chance. Erstes Warnsignal der Lilie nach nur 4 Spielen. Pavel Dotschev ließ für Taylor wieder Marco Königssturm und Grote ersetzt Bischof. Für die erste gute Aktion des Tabellendritten sorgte dann aber Kevin Schöneberg. Das Ganze noch in einem stillen Stadion. Erst nach den üblichen 12 Minuten und 12 Sekunden wieder Stimmung bei den Fans. Die Proteste gehen also, wie erwartet, unverändert weiter. Münster tat sich schwer gegen eine dicht gestaffelte Defensive der Gäste. Dann dieser Fehler von Islamoglu. Sieger dazwischen und Königs macht es 1:0. Marco Königs mit dem Führungstreffer für die Preußen. Marco König schon in den letzten beiden Spielen als Ersatz für Taylor erfolgreich trifft, im dritten Spiel in Folge. Kein Grund zur Sorge also für die gesperrten Stadtspiele. 1:0 der Fauststand auch in Münster. Nach dem Wechsel Eckball Heise, Münster mit mehr Druck, dafür sorgte auch der eingewechselte Stammkapitän Stefan Kühne. Bischof-Ersatz Grote musste dafür raus. Vor allem bei Standards die Preußen jetzt gefährlich. Freistoß aufgetreten von Heise und Behrens prüft er unfreiwillig seinen eigenen Keeper Jan Zimmermann mit einer spektakulären Rettungsaktion. Dann folgten unschöne Szenen im Preußenstadion. Wieder überschritten ein paar ungelehrbare Chaoten alle Grenzen. Bengalos flogen auf den Platz. Das Spiel musste unterbrochen werden, aber es folgten genau die richtigen Reaktionen von den Tribünen, die sich stinkgewaltig klar und deutlich abgrenzen von einer kleinen, gewaltbereiten Minderheit. Nicht leicht, sich auf den Sport zu konzentrieren, den Münsteranern gelang das deutlich besser. Nazarov vorbei an Beisel. Sehenswerte Einzelleistung von Dimitri Nazarov zeigte, wer hier eindeutig die Partie bestimmt. 20 Minuten noch zu spielen, Darmstadt wieder mit Nachlässigkeiten im Spielaufbau. Katastrophaler Fehlpass von Beise. Truckenbrot. Der schaltet schnell, schickt Königs. Schneller als Islamoglu. 2:0 Münster. Marco Königs macht sein zweites Tor in diesem Spiel. Der Taylor-Vertreter, zweikampfstark und abgezockt im Abschluss. Münster jetzt souverän, bestimmte das Tempo gegen erstarrte Darmstadt. Gäbler planlos auf Königs, Marco Königs, und der weiß jetzt, was er kann. 3:0. Der Dreierpack perfekt gemacht. Innerhalb von 100 Sekunden trifft Marco Königs zweimal in jetzt völlig orientierungslose Darmstadt. Die Gäste jetzt hilflos, nicht mehr in der Lage dagegen zu halten. Nazarov, und er schickt natürlich den neuen Wunderstürmer, Marco Königs. Aber Treffer Nummer 4 gelingt ihm nicht mehr. 3:0 der Endstand in Münster. Es war eine klare Sache für die Preußen. Und Marco Königs, natürlich der Mann des Tages. Nicht nur Matthew Taylor freute sich mit dem dreifachen Torschützen und jetzt auch ernstzunehmenden Konkurrenten. Ach ja, erstmal geht es ja eigentlich darum, dass wir die Spiele gewinnen. Und ich sollte Matthew ersetzen und ich denke, das habe ich ganz gut gemacht. Bemerkenswert.